der Talk darf beginnen. Herzlich willkommen hier in der Botschaft. Die Stimmung ist, glaube ich, ganz gut, oder? Welche Saison? Was war die schönste? Es war sensationell. Du kommst in Barcelona ins Stadion rein, 90.000 Zuschauer. Dann hast du aber irgendwann gesagt, Trainer, okay, war eine schöne Erfahrung. Warum hast du aufgehört? Dein Wissen könnten doch viele noch gebrauchen. Ich habe nicht aufgehört, mich haben sie rausgeschmissen. Nein, ich würde ja gerne wieder Trainer machen, das ist klar. Verdammt, haben wir gewonnen, 3-2, sind gelandet in Zagreb. Da standen 30.000, aber auf der Landebahn mit Bengalos und haben das Flugzeug empfangen. Also das habe ich noch nie erlebt. Das letzte Spiel, was du als Trainer in Köln gemacht hast, war wieder gegen Bielefeld. War in Bielefeld, ja. Alle reden nur noch über die Bielefelder Zeit und weil es halt auch eine sehr gute Zeit war. Und dann hat Bielefeld, was ja niemand weiß, hat ja damals Ovo Moyela abgegeben, Skehler abgegeben, Langkamp abgegeben, Buckley abgegeben und ich wurde da gar nicht dazu gefragt, das war so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich traue mir das nicht zu, den Erfolg nochmal zu wiederholen und dann habe ich mich halt entschlossen, weiterzuziehen. Es war im Nachhinein sicher ein Fehler, darum verstehe ich heute auch nicht Bielefeld gegen Paderborn, Derby. Ich meine, Paderborn muss mindestens 10 Jahre erste Liga spielen, um mit der Arminia mithalten zu können, aus meiner Sicht. Also. Jetzt ist die schöne Verbindung heute natürlich, dass ihr beiden auf einem Zimmer wart. Der eine, der den Mund nicht halten kann, der andere, der ab und zu auch mal ganz geradeaus ist. Wie beide, habt ihr euch denn vertragen auf dem Zimmer, wenn immer beide geradeaus sind? Mario. Relativ einfach. Schorsch hat geschlafen und ich bin rausgegangen. Jetzt hier. Also ich bin überwältigt, wie das angenommen worden ist. Und nochmal riesen Dank an die Leute, die sich das hier angetan haben mit uns. Für uns war es ja eine Pilotsendung und ich hoffe, dass wir Sie dann natürlich auch beim nächsten Talk gegen Düsseldorf auch wieder begrüßen können. Mir hat es gefallen. Wunderbarer Mittag, gute Organisation. Lob an Georg. Also ich fand es gut und oder das ganze Team. Ich fand es gut heute. Und mir hat auch viel Spaß gemacht, nur wir bräuchten mal einen anderen Moderator, vielleicht eine Frau oder so. Und ich glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid mit dieser Sendung, dass es erfolgreich, etwas Erfolgreiches wird. Ansonsten sehen wir uns dann wieder mit einer tollen Runde. Ich hoffe, wenn Georg mich lässt, auch noch mit mir. Wir werden das jetzt gleich noch ausdiskutieren. Ich hoffe, Sie haben alle noch einen schönen Sonntag. Sagen Dankeschön hier an alle Gäste in der Botschaft. Es war sehr angenehm. Bis zum nächsten Mal hier in der Botschaft zu Othello Auswärtsspiel, der Talk. Mach das Flutlicht an, sie kommen gleich raus und dann kann die Show losgehen. Und sie sind nicht allein, denn wir sind dabei, auch wenn es heute aufs Auge geht. Es ist egal, ob wir das Spiel verlieren, denn darauf kommt es nicht an. Und ob das irgendjemand hier sonst kapiert, ist für uns nicht interessant. Wir können uns schlagen so ab und so hoch hier, weil das wird trotzdem nie passieren. Dass auch nur einer von uns mit euch tauschen will, denn